Mein Name ist Marga Basshanf. Ich bin die erste Vorsitzende vom Gemischten Chor Rebsold. Wir feiern heute unser 100-jähriges Jubiläum. Und im Hintergrund kann man wohl sehen, dass alle fleißig bei der Arbeit sind. Und wir hoffen auf einen schönen Abend. Die übrigen 6 Chöre in der Chorgemeinschaft Halle-Weser dürfen natürlich nicht fehlen. Es sind die Chöre aus der Wesermarsch, Klevans und dem Landkreis Wittmund, der ökumenische Singkreis Lemwerda, der Frauengesangverein Sing mit Berne, der Landfrauensingkreis Oldenburg, der Frauenchor Freundschaft Lehafe, die gemischten Chöre Bleersum, Rebsold und der Singkreis Klevans-Sandel. Alle haben mit Gabriele Stolzenburg-Mühe dieselbe Chorleiterin. Ich möchte alle Anwesenden hier im Zelt ganz herzlich begrüßen. Wir grüßen euch alle. Mit fröhlichem Klang. La 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 la. Du, mein Rebsold, bist das Beste. Du liebst mich so fast am Tag. So, das darf natürlich auch gerne mitgeklatscht werden. Singe, wem Gesang gegeben, wo man singt, da lass dich ruhig nieder. Ich hab das extra in Pack, Marga, und Lotti darf nicht klauen. Marga, ich danke dir und deinem Chor und weiterhin alles Gute und guten Gesang. Wir sind in Wilhelmshaven, wir sind die Wilhelmshavener Männerchor. So, Rief Marga, und jetzt will ich dir was geben, dass du immer an uns denken darfst. Und herzlichen Glückwunsch nochmal und Dankeschön. Wiederhin. Viel, viel Erfolg. Danke, danke. Fliege lange getragen von See zu. Und möchte hier mit dem Rahmen der Raiffeisen Volksbank Ihnen, Frau Basshagen, einen Scheck überreichen in Höhe von 500 Euro für die Weiterführung des Chors damit. Zunächst einmal möchte ich aber eben auch nochmal herzlich gratulieren zu diesem besonderen Jubiläum. Ich gehe mal ein bisschen zurück. 1911, was für ein Jahr. Es war ein weltgeschichtlich interessantes Jahr. Nimm dir Zeit zu leben, der Ursprung der Welt. Liebe ist ein kleines Wort. Ich gratuliere euch im Namen der Bundesrepublik Deutschland, aber auch im Namen des Landkreises Wittmund zum 100-jährigen Bestehen und überreiche hiermit die Zelteplakette und die dazugehörige Urkunde mit persönlicher Unterschrift des Bundespräsidenten Christian Wulff. Ich wünsche euch, liebe Rebsolder Chormitglieder, und hoffe, dass eure Jubiläumsfeier ein voller Erfolg wird und lange uns allen in Erinnerung bleiben möge. Und Marga Hans Baden. Da hab ich so ein Lutschständchen für ihr Blasen, das mag ich sehr gerne. Ja, das geht dann an Amboss und... Ja?
Jungs und Mädels. Super. Gratuliere dem Verein zu dieser tollen Frau. So, all. Wir bedanken uns natürlich vom Schützenverein aus auch ganz herzlich immer. Danke. Und schönen Dank. Fünfer. Viele Glückwünsche zu Ihrem Jubiläum von Landfunkverein Rebsold und Umgebung. Für die weitere Zukunft alles Gute und für jeden Auftritt eine schöne, klare Stimme wünschen wir. Eine Yvette und Skulas können uns hier unterwegs und wir haben noch mitgebracht. Schönen Dank und viel Spaß beim Musik. Alles Gute für Jo und Aufmerksamkeit von uns. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Auch ein kleines Geschenk für euch und alles Gute für die Zukunft. Im Namen von den Sängerinnen und Sängern von gemischten Chor Frohsinn in Bläsern möchte ich die herzlichen Grüße und Glückwünsche überbringen. Als Lütten-Unterstützung, du weißt ja, Chöre sind Abend, wir haben nicht so was Banken, aber wir geben gehen. Auch das zweite Akkordeonorchester Schortens möchte hier ein Ständchen bringen und damit zur Musik machen wir hier kommen. Herzlichen Glückwunsch und danke für die Leute, die ihr immer bringen dürft. Dort in Kassen warte ich auch okay, immer Freund. Schal, habe ich den auch noch mit Nutz mitgebracht. Das ist ja? Aber ganz nett. Okay. Ein kleiner Kinderchor. Unsere Kinder sind im Alter von 4 bis 12 Jahren. Wir laden euch ein, kommt zu uns herein. Und eine Chorleiterin. Gesang ist das Bild der Seele, Gesang, der im Chor die Welt vereint. Gesang ist das Bild der Seele, die Sonne, die von innen scheint. Was
Dankeschön. Alle, die gekommen sind, alle, die mitwirkenden, es freut mich einfach. Einfach toll.